herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich setze gerade aus, beziehungsweise Cube, die wurden ja umgebaut, weil sie leider nicht ganz so gut funktionierten, wie man sich erhofft hatte oder wie es angepriesen wurde. Hat mit den Radarsensoren zu tun, die wurden umgebaut auf Ultraschall. So, also hier zum Beispiel, der hatte ja hier diese Ultraschallsensoren, hatte der ja am Anfang hier unten drin, da hat man gemerkt, sie waren zu tief, dann waren sie hier oben drin im Deckel. Dann hat man gemerkt, sie sind bei trockenen Gegenständen und so reagieren sie nicht genug, gut genug, und jetzt haben die Ultraschallsensoren bekommen. Die sind auch im Werk in Italien umgebaut worden. Da gab es jetzt so eine Art Rückrufaktion. Wir haben unsere ganzen Kunden angeschrieben, da wurden die umgebaut. Auch die Lenkung wurde verbessert, weil der hat nicht so gut die Position erkannt, wie das Rad steht, weil da war nur ein Magnet drauf. Jetzt ist der umgebaut worden auf Doppelmagnet. Ein Magnet, jetzt mit zwei Magneten. Das ist so eine Lenkeinheit mit Radmotor und Lenkmotor vom Quad bzw. Cube. Hier sieht man original ein Magnet. Und dann muss der eventuell eine ganze Umdrehung fahren, dass er diese Position erfasst, weil hier oben drauf sitzt dann die Platine. Also so, hier oben drauf sitzt die Platine und da kommt noch das Gehäuse, also da sitzt die Platine drauf, und das Gehäuse war auch kleiner, das haben wir zum Beispiel dann ausgefräst mit so einem Stufenbohrer und haben die dann ersetzt durch die Abdeckung mit Doppelmagnet. Das hier ist die Bestellnummer dazu. Dann wurde ja, wie gesagt, umgebaut in Italien im Werk, das ist der Anschlag. Das sorgt nun dafür, dass er nicht mehr so wild lenkt, sondern wesentlich präziser, nochmals präziser fährt. Und sonst ein paar Kleinigkeiten. Und da wir ja schon einige Geräte an die 30 laufen haben, in weiß und in schwarz, war das ganz gut so, dass das ZZ Robotics oder auch beziehungsweise Zucchetti uns das angeboten hat, dass die Maschinen nach Italien ins Werk gehen und wir die dann umgebaut bekommen und das nicht selber machen müssen, weil das doch relativ umfangreich war, und da wurden auch sämtliche Sachen überprüft und auch die Dinge, wo vielleicht auf Garantie zum Auswechseln sind, auch gleich mit erledigt. So, und jetzt bin ich hier auf dem Grundstück und will das gleich mal testen, wie sich das verhält. Da kann ich euch ja auch ein Video davon machen, weil hier sind relativ viele Bäume und Hindernisse, die man nicht alle aussparen kann, und das war natürlich mit den Radarsensoren nur bedingt gut möglich, weil der halt trockene Sachen oder Holz insbesondere schlecht erkannt hat. Und das ist jetzt mit den Ultraschallsensoren definitiv vorbei. Jetzt Cube, nicht mehr Quad, wegen diesen zahlreichen Änderungen oder vor allem diesen Ultraschallsensoren nun anstatt Radarsensoren, heißt er jetzt Cube und nicht mehr Quad. Auch die umgebauten heißen dann Cube und haben neue Garantie bekommen. So, jetzt haben wir Mitte März. Eigentlich noch ein bisschen zu früh zum die Mähroboter aussetzen, weil nachts ist noch unter 8 Grad und dann bildet das Gras einen Schutzmechanismus aus, wo die Photosynthese, also haben wir sagen lassen, dass der Fruktangehalt sehr hoch ist und da die Photosynthese ja umgedreht ist sozusagen und auch vor Fressfeinden schützt sich das Gras, und dann ist es natürlich für den Mähroboter ganz schlecht, weil das ist so, dass das ein Haufen Zucker hat, ja, und dann tut sich das sehr stark verkleben, das Messer, und es ist auch sehr rutschig. Und insbesondere ist es noch so, dass die Akkus ja auch keine Temperaturen unter 8 bis 10 Grad gut vertragen nachts, und dass bei uns jetzt zum Beispiel am Sonntag noch wieder unter 2 Grad werden soll nachts, empfehlen wir oder liefern auch die Mäher nicht aus vor Ende März, Anfang April. Auch wenn die Kunden uns schon drängen, will nicht sagen nerven, aber das ist einfach noch zu früh. Und ich weiß schon, das Gras, wie man hier auch sieht, ist zwischendurch natürlich sehr stark gewachsen. Das liegt aber daran, dass es halt sehr warm war. Und es muss leider der erste oder zweite Schnitt auch von Hand gemacht werden, bevor man die Mähroboter starten kann.
Das ist leider so und bleibt auch nicht aus. Sonst überlastet man den Mähroboter, der bleibt hängen, und wenn der die ganze Zeit das Messer auf Null blockiert sozusagen, weil das Gras zu dicht ist und dann wieder anfängt, dann geht da auch mal ein Mähmotor kaputt. Das ist nicht dafür gemacht. Ich meine, so geht es jetzt noch, aber wenn es dann zu hoch ist, wenn es höher ist wie der Mähroboter, dann hat das definitiv keinen Wert und man muss das vorher abmähen. So, jetzt gucken wir mal geschwind, weil der Mäher zeigt jetzt hier kein Signal. Und mal schauen, ob oben die Stromversorgung angeschaltet ist. Kommen dann gleich wieder zurück und dann können wir den mal Probe laufen lassen und seht. Und ihr könnt sehen, wie der sich an Hindernisse verhält. Ich habe schon den Übeltäter gefunden. Da ist wohl irgendwie was im Weg gewesen, deswegen hat man da das Kabel durchtrennt. Ja, das ist halt leider einer der Nachteile von einem kabelgeführten System. Aber die Vorteile liegen schon auf der Hand. Weil wenn es so eng ist und dichter Baumbestand, nah an Hütten und Häuser und so, dann ist halt die Genauigkeit vom Kabel absolut noch Maß der Dinge. Ja genau, jetzt läuft er auch. Und das Heimfahren in die Ladestation, die Genauigkeit darüber, die sucht halt seinesgleichen. Hier zum Beispiel sehen können, ich habe jetzt meinen Fuß hin, oder wenn er da gegen die Gegenstände fährt oder eben nicht dagegen fährt, ja, nicht auf Kontakt fahren, dass er es viel besser erkennt. Ah, das war jetzt zu knapp, aber wenn ich jetzt mal meinen Fuß hier hin mache, so, und zack, hat er es erkannt. Also kein Vergleich zu vorher. Funktioniert jetzt richtig gut. So, na, komm schon. So, jetzt zum Beispiel. Und? Ja. Sauber. Also, was wir jetzt auch noch haben, sind von uns ein paar umgebaute Geräte, die wir zum Sonderpreis auf unserer Homepage haben, in weiß oder in schwarz als Techline LQ, und freuen uns auf Ihre Bestellung. Bis zum nächsten Mal.